Hallöchen Leute, ich begrüße euch wieder bei Minecraft und man sieht es ja schon, nach den letzten Kommentaren habe ich mich entschieden, ja, Mistcraft kommt wieder rein zum Bienensammeln, weil er doch meinte, ja, das wird viel zu aufwendig. Und hast du nicht gesehen, also packe ich das, ja, so dort mit rein. Habe schon ein bisschen Wellen vorbereitet, das Problem ist, ich kann leider nicht, wenn man hier nach Mistcraft sucht, ja, sollte schon was Add davor. Mist, macht er nicht. Add Mistcraft. Ich kann weder einen Cheatbook nehmen, noch mir die Seiten selbst geben. Von daher, und jetzt blinkt die ganze Zeit mein Handy nebenbei, so jetzt sollte aber Ruhe sein, musste ich halt einfach mich auf gut Glück verlassen. Hab daher schon ein paar Welten vorbereitet hier. Noch ein bisschen viel Cobblestone dabei, weil ich erst dachte, ich brauche den vielleicht. Und ich habe hier auch noch ein paar Honeycombs, denn... Wenn wir nach Chests gucken, gibt es ja immer noch die Apiaris-Chest, aus der wir hier das Apiaris-Backpack machen können. Und das hätte ich gerne. Dafür brauchen wir Glas und ein paar Holztruhen und halt die Combs. Deswegen habe ich die dabei. Oh, ich habe da unten sogar noch die passende Anzahl an Chests. Ha! So. Und Glas drüber. Und dann brauchen wir Strings und Wolle und Sticks. Aber halt, ich brauche mir keine neuen Sticks machen. Wir haben hier noch genug. Wolle könnte ein bisschen knapp werden. Ja, haben wir auch noch genug. Gut. Wir machen gleich mal ein bisschen mehr mit. Und Strings habe ich unter Garantie genug. So, dann haben wir nämlich drei Stück davon, die erstmal unsere Bienen einsacken können. Für alles andere können wir prinzipiell die Enderpouch benutzen zum Zurückschicken. Wir haben ja noch gut Platz frei. Jetzt habe ich mir aber einiges angesagt. Ich wollte mal schauen. Fackeln kann ich auffüllen, ob ich hier irgendwo noch die genau eine Schere habe. Die würde ich wohl unter Umständen mitnehmen. Vielleicht wird die nochmal nützlich, aber bei uns ist hier immer noch Gunpowder drin. Das sollte eigentlich mittlerweile wieder seinen Platz finden, nachdem ich hier ausgeräumt hatte. So. Ja, und damit habe ich ja auch schon alles, was ich dafür brauche. Ich könnte jetzt die Portal Gun mitnehmen, aber dafür haben wir jetzt ja Linking Books zur Not. Da habe ich auch immer eins verbannt. Ich habe 5 Welten gemacht. Die hier soll die am besten aussah. Dementsprechend nehmen wir die, was heißt am besten aussah, am geeignetsten zum Suchen. Haben wir nämlich eine Flat World. Viel Holz da. Okay, da ist auch noch ein Knoten. Den könnte man eigentlich untersuchen, wenn ich das Dominomicon noch da hätte. Sieht auch so aus, als wäre nicht wirklich Verfall. Sieht soweit erstmal gut aus. Sieht echt sogar ziemlich cool aus. Haben hier auch runter Bäume, die man schon mal mitnehmen kann, nämlich die Gummibäume. Warum zur Hölle? Ach, wahrscheinlich, weil es gerade noch leckt, ja. Wahrscheinlich die Nachwehen davon, dass ich gerade die Welt gewechselt habe. Der Himmel ist leider ein bisschen hässlich, aber meine Fresse. Da muss man halt durch. Wir kriegen sogar was Sticky Resin raus. Sehr schön. Habe ich auch schon was von den Setzlingen? Nein, weil die hätte ich nämlich eigentlich auch gerne. Im Zweifelsfall uns da auch eine Zucht von aufbauen könnten, von denen. Sind die normalen? Kommen scheinbar nicht raus. Schade, naja. Ja, und jetzt heißt es, ich darf hier rumrennen, mich umgucken, Bienenkörbe suchen. Ich habe auch Magic Bees jetzt wieder mit reingenommen. Das war lange Zeit nicht mit drin, weil ich, als ich das letzte Mal geupdatet hatte, es nicht da war. Von daher gab es das halt lange Zeit bei mir jetzt nicht. Und hier haben wir eine Kante. Mir wurde jetzt mittlerweile der Trick gesagt, dass ich ihn dazu bringe, nachzuladen, nämlich F3 und A gleichzeitig. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und dass wir irgendwo auch mal Bienenstöcke finden. Ups, ich wollte ja gar nicht runter. Ach, jetzt kommt der Fallschein. Also man muss halt sagen, es leckt gewaltig. Mein PC ist mit Mistcraft immer noch nicht so zufrieden. Und es gibt hier wohl recht viel zu laden. Mhm. Ein Dungeon, das ist cool. Schicken wir erstmal den Kletterradatsch weg. Und da sollte man nicht reinfallen, mi amigo.
Da ich ja nicht mit Monstern spiele, muss ich hier nicht viel befürchten. Aber kann mir halt mal die Truhen anschauen, ob da noch was Interessantes drin ist. Musikdiscs finde ich jetzt nicht so spannend. Spawner abbauen bringt uns, glaube ich, nichts, ja. Bisschen Erfahrung, das können wir auch lassen. Laufen wir lieber mal weiter. Wie gesagt, ich muss mal schauen, dass wir hier Bienenstöcke finden. Prinzipiell sollten die in der Lage sein, jedes Biom zu erkennen und halt dementsprechend sich zu platzieren. Es ist aber die Frage, was für Biome das hier jeweils sind, ob es da quasi die Möglichkeit auf Bienen gibt. Und ob ich die irgendwo auch erkenne. Es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwie Forest oder Jungle Bees drin sitzen und ich die nicht sehe. Wobei es eigentlich vielleicht recht sinnvoll wäre, muss ich mir überlegen, wieder die große Axt zu machen. Einfach hier. Ach, diese Lex, das ist schon ein bisschen nervig, muss ich ja sagen. Ob es da nicht sinnvoll wäre, sich einfach hinzustellen, die Bäume quasi einmal kahl zu schlagen, komplett. Und wenn man dann feststellt, dass oben dann irgendwas drin ist, kann man sich das immer noch rausholen. Aber bisher klappt das jetzt nicht so gut. So finden wir bisher halt einfach nichts. Der Baum ist prinzipiell ein bisschen interessant. Was für ein Biom ist das hier offiziell eigentlich? Survival Island, na super. Da haben wir noch eine Truhe drunter. Du kleiner Ocelot. Bist du jetzt ein Panikanfall? Ja. Nur ein bisschen verzögert. Also man sieht es. Mistcraft funktioniert. Das Problem ist, wir haben weder bisher Bibliotheken gesehen, noch irgendwelche Bienenstöcke. Das ist der problematische Teil. Aber ich sehe gerade scharf. Das heißt, wir können hier mal, wenn ihr dann reagiert. Jetzt reagiert er. Ihr seht, es ist unheimlich laggy. Ich werde das wahrscheinlich viel davon nach dieser Folge offscreen machen müssen immer. Einfach weil es sonst zu albern wird. Sieht hier ja schon cool aus. So ist es ja nicht. Gerade mit diesen Gebietssachen hier. Aber meine Fresse, finden wir hier wenig Bienenstöcke. Was ist das denn? Sag mir nicht, ich finde hier in der Welt auch noch eine Netherfestung. Also sieht das ja irgendwie aus. Oh Gott. Das erste Mal, dass wir wirklich eine Netherfestung finden. Das könnte unter Umständen sogar noch praktisch werden. Wenn denn dann mein Spiel langsam wieder reagiert, nachdem es hier einen Haufen Dinge dargestellt hat. So, gib mir mal die Belohnen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir da schon mal welche von hatten. So, wie komme ich bei dir am besten hoch? Das nehmen wir da mal, machen wir mal hier. Den markieren wir uns hier nämlich mal, denn es könnte sein, dass wenn wir irgendwann mal eine Netherfestung brauchen, aber prinzipiell sollten hier ja hier die Möglichkeit bestehen, dass hier sowohl Blazes als auch Blaze-Spawner, sieht man hier sogar, als auch Nether-Skelette spawnen können, dann könnte es klappen, dass wir da einen Wither-Skelett-Dinge bekommen. Also ein Kuhreste, die nehme ich natürlich auch gerne mit. Also die Welt ist schon ein bisschen kaputt, das muss man ja schon sagen. Und sie ist scheinbar auch nicht wirklich gut geeignet, um Bienenhives zu finden. Zumindest habe ich bisher noch nicht einen gesehen. Weder von denen, die eigentlich am Boden in Masse auftauchen sollten, als die in dem. Da ist das erste Mal einer. Und jetzt merke ich, was ich verpeilt habe, aber weswegen es gut ist, dass ich die Wolle mitgenommen nehme die ganze Zeit. Weil wir natürlich auch noch Scoops brauchen, habe ich gar nicht dran gedacht. So.
Ich nehme die auch wieder mit. Die kann man noch gebrauchen. Dann haben wir jetzt die erste Biene gefunden. Flup, flup, sehr schön. Wurde ja auch mal Zeit. Ich nehme noch ein bisschen mehr Holz mit, wenn ich feststelle, wir werden es hier noch brauchen, da ich da verpeilt habe, die Scoops vorher jetzt vorzubereiten, und wir können auch immer noch hiervon mehr mitnehmen. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal einen Setzling davon finden. Einer reicht mir vollkommen erstmal. Aber es gibt hier Bienenstöcke, wir müssen sie nur finden. Das ist doch schon mal was. Da wäre noch eine Netherfestung, aber die interessiert mich jetzt nicht so weltbewegend. Was bist du eigentlich? Witchlock, aha. Sieht ja schon cool aus. Gibt aber kein richtiges Holz. Na, wir nehmen es trotzdem, weil es kann nicht sein, dass das... Er sagt mir leider nicht, aus welchem Mod das ist. Müsste ich mal richtig Weiler installieren, dafür bin ich aber meist zu faul. Es kann sein, dass das aus Thorncraft ist. Na, wir nehmen da mal einfach ein bisschen was von mit. Ich habe auch keine Lust, mich da jetzt weiter hochzubauen. Wir rennen einfach mal weiter, schauen, ob wir vielleicht irgendwo noch mehr finden. Also nicht nur mehr von den Bäumen, die interessieren mich jetzt nicht so, aber mehr Beehives. Die waren früher auch mal mehr. Das ist das Wasser aus Ars Magica, aber da haben wir mittlerweile eine Quelle von. Da ist nicht verkehrt, den... Jetzt komme ich hier wegen dem Schnee nicht raus, oder was? Oh Mann. Und ich kann eigentlich mich auch mal hinstellen. Den immer kaputt machen, da mir da momentan nicht wirklich was passieren kann. Ihr seid Wölfe, ihr interessiert jetzt nicht so wirklich. Da hängt... Nee. Das ist noch eine Netherfestung. Dahinter hat er wieder Ladeprobleme. Leider werde ich in der Netherfestung hier wohl keine Netherbienen finden können. Aber ab und zu gibt es hier auch Truhen. So, vielleicht mal schon mal anfangen, hier neu zu laden. Na, geht doch. Der ist tot und draußen, sollten wir uns auch mal angucken. Das Problem ist, ich kann den hier, glaube ich, nicht... Also, ich kann die Dinger hier abbauen. Mache ich jetzt auch. Und wenn ich den hier abbaue, geht der Knoten da drin kaputt. Das hat zumindest den Vorteil, dass wir noch mehr von den Charts bekommen. Und wir können halt diese Totem-Elemente hier mitnehmen, für wenn man die mal braucht. Irgendwann gibt es da sicher einen Grund für. So, jetzt würde ich aber eigentlich gerne weiter nach Beehive suchen. Ich muss sagen, das mit dem F3A funktioniert ganz gut. Ich hoffe, ich kann mir das länger merken. Heute hat es nur deswegen funktioniert, weil ich netterweise bei der heutigen Folge von Serverplay daran erinnert wurde, dass ich es mal wieder vergessen habe. Das kann ich halt immer richtig gut sowas vergessen. Da ist eine Ölquelle. Das wäre prinzipiell interessant. Und jetzt scheint mein Spiel gerade richtig einmal geleckt zu haben. Ah, geht wieder, sehr schön. Und da ist ein Bienenstock. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Und markieren uns mal auch die Ölquelle. Und nehmen hier diese Schärfe, wenn sie irgendwann reagieren, noch mit. Denn wenn ich irgendwann mal mehr Öl haben will, werde ich mir das auch irgendwo einsammeln müssen. Und Mistcraft wäre halt eine Option. Ich sollte aber Quelle richtig halbwegs richtig schreiben. Wenn sie da wirklich auspasst, werde ich wiederfinden.
Und jetzt bin ich natürlich reingeplumpst. Map Map. Gut, das ist eine Ölquelle, war auch nicht etwas von den anderen giftigen Wassern, die gerne mal, man gerne mal findet. Aber Bienenstöcke sehe ich immer noch keine wirklichen neuen. Es kann auch sein, dass die eigentliche Forestry-Biomfindung damit nicht klarkommt, wie das hier aussieht. Dass der die Biome einfach nicht mag. Ich werde die anderen Welten, die ich da habe, dann noch mal ein bisschen durchgehen und schauen, ob ich da was finde. Das Problem ist, dass die halt oftmals voller Regen und sowas sind und das ist natürlich nicht wirklich toll zum Dinge fahren. Da wäre ein Loch. Und ist vor allen Dingen auch nicht toll zum Aufnehmen, weil dann leckt es noch mehr, als es das auch so schon tut. Und es leckt ja so heute schon hart an der Grenze. Kommt's bald ich mal da erstmal, dass ich die hinter gesondert rüber schicke. Also nicht gesondert rüber schicke, aber wie halt ich mitliebe, dass ich die halt hinter irgendwie verarbeiten kann. Da ist noch einer sehr schön. Ich werde wahrscheinlich auch richtig viel übersehen haben, einfach weil man die halt beim Durchbewegen so nicht wahrnimmt. Das scheinen wir zu haben, sehr gut. Aber bisher will ich nur diese wollte schon sagen, das ist noch ein anderer Knoten, Feuerknoten. Okay. Ansonsten hier, hat echt nur vereinzelt. Bisschen schade, ich hätte gerne mal so einen Wiesenknoten und so, also so einen, was heißt Knoten, Hive gefunden, so einen normalen. Für Wiesenbienen und Waldbienen und hast du nicht gesehen, weil bisher ist das hier jetzt ja schon ein bisschen mau. Oh, da ist aber für meine Bibo, das ist gut. Das gibt mir die Möglichkeit, ein paar Seiten zu finden und dann vielleicht mich mal hinzustellen und selber, zusammenzubauen. Außerdem finde ich hier einen Haufen Bücher. Die brauche ich zwar eigentlich nicht finden, aber wir nehmen trotzdem ein paar davon mit. Aha. Ich nehme mal von jedem nur einen mit. Also In-Dev-Biome. In-Dev-Biome ist natürlich ein bisschen doof. Das sollten wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Das macht nur Probleme. Hell-Biome. Gradient. Heute da jetzt zwei von gemacht, weil er mal wieder rumleckt. Ja. Dafür habe ich nämlich ein Notebook dabei, wo nichts drin ist. Da können wir die erstmal alle sammeln, die wir finden. Es kann natürlich sein, ich habe hier ja Better World Gen drin für die Inselbiome, dass das mit dem, das Forestry damit nicht so richtig gut klarkommt und dementsprechend halt sagt so, ja, ich kenne deine Dinge da nicht. Das kann passieren. Weil bisher haben wir auch nur Magic Bees Bees gefunden. Und keine von den normalen Forestry Bienen. Da ist wieder eine Netherfestung. Da kann man mal kurz einmal durchflitzen. Deswegen nehme ich mir hier noch hier und da mal wieder Holz mit. Schwupp. Ah, oh, sieht aber alles nicht so spannend aus. Naja, das lassen wir mal. Dann gehen wir hier oben noch irgendwo ein bisschen rum. Oh,
Aber wie mir scheint, ist hier nicht allzu viel los. Da ist noch einer, aber es sind halt auch immer nur diese hier. Schade eigentlich. Ah, ich würde sagen, wir haben für den heutigen Part dann erstmal langsam Schluss. Haben wir ein paar Bienen, bis wenigstens ein bisschen was gefunden. Ihr habt gesehen, wie ich mir das Ganze hier denke. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, wie ich damit weitermache. Weg zurück wird noch recht einfach. Ich benutze ja immer das Buch, aber das mache ich offscreen, dann leckt es nicht ganz so schlimm noch. Also, bis morgen, Leute. Macht's gut.